So Leute, eigentlich mache ich so Videos überhaupt nicht, aber in letzter Zeit werde ich immer wieder mehr darauf angesprochen, von wegen, was halte ich von diesem ganzen Wizard, macht mehr Produkte, macht vor allem höherpreisige Produkte, macht Premium-Produkte, macht Produkte, die, wie haben sie es so schön betitelt, not for you. Ja, ich habe da glaube ich eine sehr unpopuläre Meinung zu. Meiner Meinung nach ist das das Tollste, was wir hier hatten. Nicht, weil ich unbedingt viel Geld reinzahle oder weil ich dafür bekannt bin, viel Geld für Magic auszugeben, weil ich so viel Geld habe. Eher dadurch, dass durch diese Promo-Produkte, durch die Premium-Produkte, die Produkte, die super krass teuer sind, meine Karten in meinem Preisniveau, da wo ich Karten von habe, günstiger werden. Karten, die ich spielen wollte, die ich spielen möchte. Beste Beispiel, die Triome. Triome gibt es in normalpreisig, mittelmäßigpreisig und dann noch in Foil extravagant und was nicht alles. Mit dem Extrapreisig meine ich dann die aus den Collectors Boostern. Ich meine, die sind schon teuer. Das muss man einfach sagen. Natürlich sind die Produkte in dem Moment teurer. Wir als Magic-Spieler haben aber oftmals das Problem, dass wir mehr wollen. Wir wollen tolleren Stuff. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass die meisten dieses Video hier nicht leiden werden können. Weil wir wollen den fancy Stuff. Wir wollen das, was für uns hübsch ist. Aber wir wollen es günstig. Umsonst. Am besten. Gratis. Gratis ist immer gut. Aber so ist es halt nun mal nicht. Wizards ist eine Company, die Geld machen muss und dementsprechend finde ich das schon ganz gut, dass sie hier jetzt hingehen und sagen, hey, wir machen nicht nur normale Produkte und Vollprodukte, so dass eben die normalen Produkte aufgekauft werden und Sachen wie Tamogolf über 100 Euro teilweise waren. Lilian of the Veil auf 120 Euro, wo ich mir denke, wow. Warum? Und da hilft dann auch nicht ein Reprint. Der Tamogolf wurde, glaube ich, 5-6 Mal gereprintet und erst als er so ein bisschen out of favor von der Meta gefallen ist, wurde er günstiger. Wenn man jetzt aber hingeht und ein normales Produkt produzieren würde, in dem ein Tamogolf drin ist und würde dann ein Premium-Produkt einmachen, wo auch nochmal der Tamogolf drin ist und dann nochmal eine Special-Version von dem Tamogolf irgendwo anders reinprügeln, hätte man in kurzer Zeit 3 Versionen des Tamogolfs in einer sehr großen Auflage und damit würde man die Karte sehr viel günstiger machen. Natürlich ist sowas wie das Double Masters mit dem Preis sehr, sehr hoch. Auch die normalen Booster von Double Masters sind sehr, sehr hoch. Jetzt mal Hand hoch, wer hat damit gerechnet, dass sie bei Double Masters auch den Preis verdoppeln? Deswegen bin ich ganz glücklich über den Preis, den sie aktuell angegeben haben. Da sind wir mal ehrlich, bis auf Modern Masters 1 haben wir die ganzen Masters Sets nur aufgemacht, weil wir die Rares haben wollten. In Double Masters sind 2 Rares, 2 Boxtopper, 2 Foils, doppelte Chance auf eine Foil Rare. Ganz im Ernst, da können die dann auch den höheren Preis verlangen. Natürlich möchten wir als Spieler und ich auch, ich nehme mich da jetzt nicht raus, möglichst coolen Stuff für möglichst wenig Geld haben. Auf der anderen Seite beschweren wir uns dann darüber, wenn wir aus Ikoria zum Beispiel Special Full Art Versionen eines Sea Dasher Krakens aufmachen, der auch noch Play sieht und total krass ist und dann ist der halt noch 1,50 wert. Die normale Version liegt, glaube ich, drüber. Und das ist halt die Gegenseite. Und um das gegenzusteuern, weil viele Händler nun mal jetzt einfach hingehen und sagen, hey, warum sollen wir denn Booster rippen und die Sachen auf Magic-Kartenmarkt stellen, wenn wir auch einfach die Collectors-Booster öffnen können? Und indem sie einfach haufenweise diese Collectors-Booster rippen, machen sie die Preise wieder kaputt. Wizard kann dagegen agieren, indem sie hingehen und noch teurere Produkte machen. Das gefällt uns natürlich überhaupt nicht. Mir persönlich auch nicht. Ich würde gerne auf dem Channel einen Booster aufmachen, so einen VIP-Booster von Double Masters. Ich werde nicht für 100 Euro einen Booster kaufen können. Das kann ich mir nicht leisten. Das ist dann für Leute, die wirklich eine Menge Geld in Magic stecken und auch mehr Sammler sind, als dass sie Spieler sind im Normalfall. Leute, die kein Problem damit haben, mal 500, 600 Euro im Monat wirklich in das Spiel zu versenken. Diese Leute gibt es auch und das nicht zu knapp. Wir müssen diesen Leuten aber auch dankbar sein, sonst wäre Wizard schon lange teurer geworden. Wir hatten eine Preiserhöhung vor ein paar Jahren von den normalen Boostern. Die wurden so um 50 Cent teurer. Hat kaum einen gestört. Ja, ich hätte gegen Secret Layers ohne Ende, einfach nur, weil ich sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht habe. Es gibt auch Secret Layer, die voll in Ordnung sind und echt gut aussehen und echt für manche Leute was sind, für mich halt eher nicht. Aber auch da verbessern sie sich. Die neuen Secret Layers, dieses 5er Set ist es, glaube ich, sind wunderschöne Karten. Meiner Meinung nach ist für jeden Artstil was dabei. Wir haben Godzilla, wir haben Tattoos, wir haben Comic-Grafik, wir haben alles. Und genauso sollte es sein. Die Karten sollten in mittlerer Preisstufe sein, also mittelmäßig Karten, die aber gespielt werden, die eben dort in einem alternativen Premium-Artwork angeboten werden. Für 5 bis 6 Euro über dem normalen Marktpreis. Plus Shipping, plus Versand, Steuern und ähnliches. Warum nicht? Genauso sollte es laufen. Meiner Meinung nach können Sie von Karten wie Force of Will 50 Artworks in der nächsten Edition rausbringen. Wenn das wirklich in Double Masters drin ist, sollen sie es als Premium raus, als Secret Layer, als Premium Promo Foil in jedem VIP Booster und in den normalen Collectors Booster, wenn die da überhaupt Collectors Booster auch noch zu gibt, wahrscheinlich, dann sollen sie die auch noch reinhauen. Ich freue mich drüber. Vielleicht kann ich mir dann mal
ein zweites Playset for the Will kaufen, ohne dafür 300 Euro zu bezahlen. Weil dann fallen die. Und das realisieren die Leute nicht. Die Leute hängen sich an Dingen auf wie This product is not for you. Und Leute fragen dann, which product is for me? Und ich sage euch, das Produkt, was ihr bereit seid zu bezahlen. Wenn ihr sagt, hey, ich möchte gar nicht so viel Geld für Magic ausgeben, dann kauft euch die verdammte Standardbox. Kauft euch Karten einzeln in der Standardversion, in der günstigsten Version, die es gibt. Von mir aus italienisch in halb zerrissen. Damit spart ihr Geld. Aber ihr könnt nicht sagen, hey, ich möchte gerne den Fancy Stuff haben, aber ich möchte ihn umsonst. So funktioniert das nicht. Das ist genau, wenn ich mir ein Auto kaufe. Ich kann nicht sagen, hey, ich will diesen geilen, tiefer gelegten Jeep mit dem extravaganten, ich kenne mich mit Autos nicht aus, extravaganten Chromfelgen oder was nicht alles. Ich möchte dafür aber nicht mehr bezahlen wie für meinen kleinen Fiat. Der kleine Fiat bringt euch genauso gut irgend von A nach B wie der große, getunte Wagen. Aber das eine ist halt luxuriös und kostet dementsprechend auch Geld. Und keiner hat ein Problem damit zu sagen, okay, das Auto ist super krass aufgetunt und ist ein High-Class-Auto mit allem drum und dran. Dafür zahle ich Geld. Und der Fiat ist halt günstig, aber in der Magic Card ist das nicht so. Vielleicht sollte man sich das doch mal überlegen, weil die Karten tun das Gleiche. Ich muss dabei jetzt sagen, ich spiele persönlich relativ viel League of Legends. Ich habe viel of Legends gespielt, das ist, glaube ich, die richtige Aussage. Ich habe für das Spiel nicht einen Cent ausgegeben. Ich habe ein paar Skins, aber nicht viele. Warum nicht? Ich brauche die Skins nicht. Der Champion tut dasselbe. Die Karte tut dasselbe. Ob ich jetzt eine Aether-Fiole habe, aus der billigsten Version in Französisch, in gut, die gerade noch so turnierlegal ist, oder eine Foil High Quality Fancy Aether-Fiole mit dreifach Signierung und was nicht alles, die einfach mal dann das Hundertfache kostet, keine Ahnung, die macht dasselbe. Es ist dieselbe Karte. Und so ist es bei den Champions auch, bei League of Legends. Ich kann einen Champion neu aussehen lassen, dennoch hat er dieselben Angriffe. Ähnliches Beispiel, was eher Richtung Magic related ist, die Leute, die Magic Arena spielen. Ein Skin in Magic Arena kostet Geld. Ob man jetzt echt Geld dafür bezahlt oder ob man Zeit und Coins dafür bezahlt, die Skins kosten Geld. Die Special Artworks und sonst was. Was sie nicht alles, wie sie nicht heißen. Aber da habt ihr kein Problem mit. Weil die Leute, die es nicht haben wollen, die kaufen es nicht. Aber dieses Produkt ist dann nicht für you. Das ist dann kein Problem. Da beschweren sich die Leute nicht, dass sie nicht einfach die Fancy Artworks umsonst bekommen. Oder zum selben Preis wie die normalen Karten. Meiner Meinung nach sollte man sich das wirklich nochmal überlegen, ob man gerade relativ großen YouTuber, die da aktuell sehr hart drüber hetzen, hinterherläuft und sagt, ja, die haben voll recht und ja, das sehe ich genauso, ich will meinen Fancy Stuff für umsonst haben. Oder ob nicht genau das für unsere Community eigentlich ein Segen ist, dass es diese Produkte gibt. Natürlich, wenn ich jetzt ein Sammler bin und jedes Produkt mindestens einmal kaufen möchte, dann muss ich halt tiefer in die Tasche greifen. Dann ist man aber auch schon in der Kategorie, wo man sagt, dann ist man nicht mehr hier, dann ist man schon hier, dann ist man kein Casual-User mehr. Wenn man dann sagt, ja, aber die Neulinge, die werden doch total überfordert. Welches Booster sollen die sich kaufen? Was sollen die denn für Starter-Decks holen? Wie sollen die das Ganze machen? Fragt euren Local Game Store. Viele Leute sagen dann, ja, aber die wissen doch gar nicht, was sie machen sollen. Sie können im Internet googeln oder auf YouTube schauen, wenn irgendwer Tipps gibt. Gibt es genug Anfänger-Tipps für jede Edition. Oder sie gehen in einen Laden und fragen den Besitzer oder denjenigen, der sich in diesem Laden mit Magic auskennt. Welche Sachen sind für mich? Welche Sachen möchte ich nicht kaufen? Ich würde niemals einem Anfänger Modern Horizon andrehen. Ich würde niemals sagen, hey, du hast keinerlei Karten, du musst jetzt Modern Horizon kaufen. Die Booster sind doppelt so teuer, da sind aber auch bessere Karten drin. Ist korrekt. Kann er sich der Spieler mit den besseren Karten was anfangen? Nein. Also ist das Produkt nicht für ihn. Beschwert er sich darüber? Nein. Ich denke, das zeigt ganz gut, wofür Local Game Stores da sind. Nicht nur zum Treffen. Ihr könnt Leuten auch Karten schenken. Aber Neulinge, die einfach in das Spiel einsteigen wollen, werden nicht hingehen und werden online auf MKM sich irgendwelche Karten kaufen. Sie gehen in einen Laden, lassen sich beraten und kaufen dann die Karten. Dann ist es egal, wie viele Premium-Produkte es gibt. Wenn der Ladenbesitzer sagt, das ist cool, das ist cool, das ist cool, dann werden die das holen. Und dann muss man eben den Local Game Store auch das einräumen, dass sie das machen. Und vielleicht ist genau das so ein kleiner Grund, mal umzudenken und mal drüber nachzudenken, was für eine Einstellung habe ich? Möchte ich ein großer Wahl sein, der jedes Produkt kauft? Dann muss ich dementsprechend tief in meine Tasche greifen. Möchte ich ein Spieler sein, der einfach nur Spaß am Spiel hat und möglichst viele Decks hat, gerade im Commander sehr beliebt, dann freue ich mich darüber, dass ich die Basic-Karten jetzt günstiger bekomme als je zuvor. Dass die Reprints richtig was bewirken. Wir haben 160 Euro Karten im Reprint, die jetzt für 10, 20 Euro weggehen. Von denen gibt es auch 2-3 Versionen. Und ein paar davon sind auch noch richtig teuer. Mein Beispiel ist jetzt der Grim Tutor. Den gibt es jetzt auch noch in Alternativ-Artwork. Und der ist auch noch relativ teuer im Vergleich zum normalen Artwork. Und ist das ein Problem? Nein. Wenn ich einen Grim Tutor spielen möchte, dann spiele ich den normalen. Wenn ich ein bisschen fancy sein will und den New Border mag und so weiter, dann hole ich mir den richtig teuren mit dem Extended Art. Wenn ich aber richtig ins Geld greifen will und richtig eine Oldschool-Karte in der Hand haben will, dann muss ich dafür auch Geld bezahlen und dann nehme ich die 160 bzw. mittlerweile glaube ich 100 Euro in die Hand und kaufe die White Bordered Old Bordered 1999er Starter Deck Version. Warum soll es bei Produkten anders sein?
Natürlich bringen sie eine Menge Produkte raus, eine Menge verschiedene Produkte. Sie versuchen so viele Spieler einzufangen, wie sie nur irgendwie können. Vielleicht ist Jumpstart nichts für euch. Vielleicht ist Double Masters nichts für euch. Aber vielleicht ist es was für wen anders. Mir ist bewusst, dass dieses Video nicht beliebt sein wird und wenn ihr irgendwelche Kommentare habt, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Ich gehe mal davon aus, es wird eine Menge Hate kriegen, wenn die Leute bis hierhin überhaupt zugeguckt haben oder schon lange nicht einfach Daumen runter gegeben haben und abgehauen sind und gesagt haben, was labert der für eine Scheiße. Ich bin gern bereit, mich eines Besseren zu belehren, mit euch darüber zu diskutieren oder ähnliches, aber denkt vorher einmal kurz nach, ob meine Argumente nicht irgendwo doch einen Halt haben. Wenn ich Fehler gemacht habe oder ihr was anders seht, dann sagt mir das. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal, euer Black Seed. Ciao, ciao.